Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der Brattee Limo im Test und die gibt es in zwei Sorten, Mango Flex und Wild Lemon. Wild Lemon ist tatsächlich Erfrischungsgetränk mit Holunderblüten-Zitronengeschmack. Klingt das nicht lecker? Und Mango ist halt Mango. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe hinten schon bei den Zutaten drauf geschaut und das Coole ist, hier sind keine Farbstoffe drin und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Nach dem Brattee und dem Brattee-Kaugummi jetzt die Brattee-Limo. Bin ich sehr gespannt darauf, wie die schmeckt. Ich glaube, ich fange mal mit was ganz anderem an, mit Wild Lemon. Ich liebe ja Mango-Limos, finde ich super geil. Fanta Mango in den 80ern war echt so mega lecker. Also dieser einzigartige Geschmack. Und deswegen hebe ich mir das für den Schluss auf. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was denn die Limo von Capital Bra so kann. Das riecht schon mal lecker. Es riecht so ein bisschen wie Fanta Chocata. Kennt ihr die? Die gibt es manchmal so als Import. Und die hatten wir ja auch mal, die Fanta Holunderblüte ohne Zucker hatten wir die mal. Diese Getränke hier mit Zucker, das finde ich sehr gut. Ich bin ja nicht so der große Geschmacksfan von diesen Zuckeraustauschstoffen. Und jetzt bin ich wieder da. Ich habe nämlich hier ein Glas versteckt. Und so sieht das Ganze aus. Seht ihr? Es geht auch ohne Farbstoff. Hauptsache, es schmeckt. So. Zum Wohl. Jetzt beim ersten Schluck musste ich so ein bisschen an Schweppes denken. Schweppes Bitter Lemon, aber ohne das Bittere. Man schmeckt auf jeden Fall diese Holunderblüten-Geschmacksrichtung raus. Und für alle da draußen, die Fanta Holunderblüte mit Zucker noch nie genossen haben, probiert mal das hier. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es ist echt lecker. 1,29 Euro kostet, glaube ich, eine Dose. Und wow, das ist echt gut geworden. Bevor wir zum nächsten Getränk kommen, hier mein magisches Getränk, Wasser. Davon trinke ich tatsächlich 3 Liter am Tag. Warum? Weil ich es mir angewöhnt habe tatsächlich und Wasser, weil ich damit mir die Kalorien für die Süßigkeiten aufspare. So, mal schauen, was Mango so kann. Oh Gott, das riecht ja schon mal richtig geil. Meine Güte. So, dass hier nichts verdünnt wird. Mango haben wir hier auch, glaube ich, noch ein bisschen. Orangensaftkonzentrat ist hier drin, Mangosaftkonzentrat. Oh, das riecht echt mangomäßig krass. Es ist geil. Es ist richtig lecker geworden. Alter Falter. Muss man sagen. Also man kann ja von Influencer-Produkten halten, was man will. Aber wenn sie so gut gemacht sind, finde ich es wirklich top. Mir schmecken die richtig, richtig gut. Ich fand ja auch die Limos, die ich hier vor kurzem getestet habe vom... Wie hieß er nochmal? Ihr wisst es. Ich verlinke es euch am Ende dieses Videos. Die fand ich ja schon auch sehr, sehr gut gelungen. Ganz ehrlich, Mango ist echt, das würde ich mir auf jeden Fall nochmal gönnen. Wenn ihr Bock habt auf eine geile Mango-Limo, gönnt euch die auf einer Skala von 1 bis 10. Ich finde beide richtig lecker. Ich raste aus. Ich überlege gerade. Wühl, wühl, wühl. Was kann man denn da an Punkten geben? Ich finde sie einfach perfekt. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich beiden Sorten die volle Punktzahl. Ich kann nicht anders. Ich finde sie wirklich sehr gut gelungen. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!